Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück bei den Hedis im Jahr 1146. Und unser König, der beim letzten Mal, das war ein bemerkenswertes Ereignis, sein Haupttitel geändert hat ins Königreich Schweden, also unser schwedisch-englisch-norwegischer König, der hat einen Krieg gegen Frankreich begonnen und der scheint ziemlich aussichtsreich zu laufen. Also er hat einen guten Zeitpunkt offenbar erwischt. Wir haben uns mit einem, ja, anständigen Kontingent beteiligt und belagern hier gerade den Norden von diesen französischen Besitztümern in Deutschland, um genau zu sein, das Hamburger Gebiet. So, ich habe mich aber noch an eine Sache erinnert. Wir wollten ja weiter nochmal unsere Gesundheitsinfrastruktur, so nenne ich das mal, ausbauen. Immerhin, der Schwarze Tod ist da. Wir haben von ihm gehört und unser König ist, glaube ich, was das Wissen um diese Dinge betrifft, einer der ganz vorderen in der Welt. Insofern, lass uns noch mal schauen, was wir tun können. Nicht überall können wir was tun, halt hier bin ich falsch. Wir nehmen natürlich vorwiegend erstmal unsere Domänen. Hier könnten wir was tun, aber ich gehe erstmal nochmal in die anderen Gebiete. Hier ist leider technologisch, da sind wir noch nicht so weit. Hier auch. Haltebi auch. Oh Mann, okay. Ah, hier können wir erst überhaupt mal ein Hospital bauen. Das sollten wir tun. Das ist, glaube ich, unsere Neuerwerbung dort gewesen. Audenburg, da ist nichts möglich. Jessheim. Hier können wir ein Krankenhaus bauen. Das machen wir. Und Akershus, nein. Okay, dann ist die Frage, ob wir in der Hauptstadt noch was weiterbauen. Eine Pilgerschenke. 815 ist nicht sehr viel. Eine Bibliothek. Ach komm, wir machen mal eine Bibliothek. Ich meinte, Wissen zu sammeln über diese Dinge scheint mir auch von Bedeutung zu sein. Ich denke, der Krieg wird jetzt nicht so schwierig werden, dass wir hier sehr viel Geld behalten müssen, zumal wir immer noch eine deutlich positive Monatsbilanz haben. So, unsere Belagerungen gehen weiter, aber was habe ich hier gesehen? Ein neuer Krieg ist ausgebrochen und zwar unser Bruder, sehe ich das richtig? Bo die Spinne, der Herzog von Toulouse, greift uns direkt an. Also er greift natürlich den König an, aber wegen unserer Herzogtümer, das ist ja wirklich verrückt. Unser Halbbruder geht offensiv gegen uns vor. Das ist ja... Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt. Wo ist sein Gebiet? Das ist sein Gebiet. Ich meine, ich glaube nicht, dass er da Chancen haben wird. Er müsste natürlich anlanden. Ich denke, wir werden auch in diesen Krieg... Aber wir können uns da noch nicht anschließen. Lassen wir vielleicht ein bisschen Zeit verstreichen. Verstehe ich gar nicht, warum das nicht möglich ist. Na gut, dann führen wir erstmal diesen Krieg eben weiter. Aber ich sehe, irgendein Befehlshaber muss neu besetzt werden. Machen wir das. 12, 12, 12, 11. Oh, wir haben einen sehr talentierten Mann, einen jungen Bürgermeister. Hervorragend. Der könnte vielleicht auch gleich unsere Streitmacht hier verstärken. Ja, tatsächlich ist sogar jemand gestorben. Dann nehmen wir einer hier mit auf den Flügel. Hervorragend. Okay, die Belagerung von Altona geht voran. Und wir müssen mal schauen, ob jetzt irgendwie eine feindliche Streitmacht hier bei uns auftaucht. Aber ich sehe schon, der Krieg gegen Frankreich ist gleich gewonnen. 98%. Neophyt Abdul Hakam ist strohdumm und gierig und faul noch dazu. Nichts von dem, was sich in seinem Besitz befindet, verdient er. Was meint ihr, lieber Bruder? Ach, wir sollen wieder mal ein Labor überfallen. Nein, das machen wir nicht. Das ist nicht unsere Art. Aber bei dem Thema angekommen, will ich doch nochmal gucken, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Wir sind immer noch nicht Nummer 2, Leute. Wir sind immer noch nicht Nummer 2. Ganz knapp aber. Also seine Bildung lässt deutlich mehr nach als unsere. Vermutlich ist er deutlich kränker geworden. Wie alt ist der denn eigentlich? 60. Der muss doch auch mal irgendwann abdanken. Der ist schon verwundet, hat eine Infektion. Naja, mal sehen. So, Sieg in Altona. Wir haben 100%. Ah, okay, Frieden ist erreicht. Damit hat der jetzige französische König abgedankt. Und ein neuer ist an der Macht. Also sein Nachfolger, glaube ich. Und was das jetzt unserem König gebracht hat, das... Ja, das weiß ich auch nicht so genau.
Na gut, er wird es besser wissen. Auf jeden Fall, der Krieg ist gewonnen. Jetzt gibt es noch diesen Krieg gegen unseren Halbbruder. Jetzt können wir dem beitreten. Und was heißt das denn? Alle Ansprüche anführen. Ja, das ist einfach der Kriegsgrund, den er nutzt. Okay. Alles klar. Wir steigen damit ein und müssen uns mal orientieren. Gibt es denn feindliche Truppen? Was ist das hier? Das ist ein bretonischer Befreiungsaufstand. Damit haben wir nur indirekt was zu tun. Ich sehe im Moment niemanden, der uns jetzt hier gefährlich werden könnte. Wir könnten natürlich durchmarschieren nach Aquitanien mit unseren Truppen. Ah, jetzt sind wir erst im Krieg. Suniva die Treulose. Tja, wollen wir durchmarschieren? Wie agieren dann hier die schwedischen Truppen? Die marschieren auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, kommt. Wir werden mal uns auf einen langen Marsch machen. Vielleicht ist es gar nicht nötig, aber wir zeigen unseren guten Willen. Okay, wir hatten mal wieder Erfolg als Kanzler des Königreiches. Das ist erfreulich. Hier gibt es auch Kämpfe in der Gascogne. Aber das sind nur interne Kämpfe, so wie es aussieht. Da sehe ich erstmals feindliche Truppen. Da ist die Armee. 3000 Mann, aber 10.000 stehen in der Nähe. Nee, kein Problem. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist die Armee von Toulouse. Okay, gut, also von wegen. Wir müssen zurück. Okay, ich hätte es ahnen können. Sie müssen ja eigentlich bei uns erobern, wenn sie sozusagen Kriegsstand erreichen wollen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, dann müssen wir, glaube ich, unsere Lehnstruppen mal aussehen, beziehungsweise auch weitere Domänentruppen. Das machen wir mal komplett. So. Jetzt müssen wir bloß die so steuern, dass sie natürlich nicht der feindlichen Armee hier in die Arme laufen. Und das scheint auch so zu gelingen. Okay, gut. Ja, dann sammelt euch mal einen Akershus, bevor wir dann den Angriff führen. Mal gucken, wie lange Bergenhus durchhalten wird. Vermutlich nicht so lange, was ungünstig ist. Die andere Armee ist gleich in Dänemark. So, er möchte uns mal wieder zum Kommandanten ernennen. Das lehnen wir ab. Und eine rechtmäßige Einkerkerung ist möglich unseres Neffen. Das wollen wir eigentlich nicht. Wir wissen nicht, was los ist. Hat er eine Intrige am Laufen? Ja, tatsächlich. Er möchte seinen Kämmerer und Befehlshaber töten. Ich würde mal sagen, das ist irgendwie eine interne Angelegenheit unseres Neffen. Da mischen wir uns nicht ein, ehrlich gesagt. So, 3500 Mann sind hier. Das reicht noch nicht, um die Armee dort anzugreifen. Wir müssen noch auf unsere Hauptarmee warten, meines Erachtens, die jetzt immerhin schon hier ist. Wir werden vermutlich Bergenhus erstmal verlieren. Das ist natürlich ein dramatisches Ereignis. Die Plünderung der Hauptstadt ist immer unschön. Wir können wieder Zutaten erwerben, das machen wir nebenbei auf jeden Fall. Wir versuchen mal wieder Kräuter zu sammeln. So, 3900. Oh Gott, es werden immer mehr. 6800 sind jetzt hier. Wow! Damit habe ich nicht wirklich gerechnet. Ich habe das nicht ganz so ernst genommen, ehrlich gesagt. Aber noch, denke ich, haben wir die zahlenmäßige Mehrheit. So, wir sind beim Kräutersammeln. Mal gucken, wie uns das gelingt. Okay, jetzt sind wir mit 7500 hier. Jetzt prüfen wir nochmal die Anführer. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen ins Detail gehen. Hat der irgendwelche Flankenfertigkeiten? Der hat gar keine speziellen, sehe ich gerade. Also, so, du hast Moralschaden, Verteidigungsmoral, Schaden, Verteidigung. Das ist soweit okay. Und du hast nur Moralschaden. Ja, das ist dann insofern nicht zu entscheiden, wer wo steht. Ja, dann müssen wir jetzt den Angriff fahren. Das hilft es nicht. Leider in den Bergen, leider hat der Gegner dort einen Vorteil. Was natürlich schlecht ist. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Kinsarvik ist gefallen, die Stadt dort. Und wir haben aber dennoch eine Bibliothek bauen können. Das Hospital ist auch soweit. So,
Ist das erfolgsversprechend oder ist das zu riskant, was wir hier gerade machen? Der will jetzt hier komplett durchbelagern. Aber wenn er weiterzieht, wir haben überall die Berge. Es ist einfach hardcore. Wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Also, wenn uns das nicht gelingt, dann müssen wir auf Söldner zurückgreifen, wenn das jetzt nicht klappen sollte. Also, der Gegner bekommt. Was sehen wir über seine Zusammensetzung? Sie haben viel schwere Infanterie. Sehr viel schwere Infanterie. Wir haben aber mehr davon. Ach kommt, ich wage es jetzt einfach. Ich sehe halt nicht, wie wir ein besseres dran bekommen könnten. Selbst wenn sie wegziehen, müssen wir sie ja irgendwo. Irgendwo müssen wir sie angreifen. Das wird hart. So. Wir haben jetzt mehrere Tage damit verbracht, Kräuter zu sammeln. Drei pflanzliche Zutaten gefunden. Das ist viel. Und jetzt geht's los. Wir machen die Schlacht mal ein bisschen langsamer. Zitronengras, Schaflabe und Zitronengras nochmal. So, dann schauen wir mal. Der Gegner, wir haben einen Vorteil. Der Gegner hat die Flanken nicht besetzt und auch der Führer dieser Armee ist nicht besonders fähig. Das lässt mich hoffen. Das lässt mich hoffen, dass wir hier doch was reißen können. Ja, auf eins müssen wir vielleicht das nicht machen. Ja, die Moral in der Mitte kippt beim Gegner. Unsere linke Flanke sieht nicht gut aus. Unsere rechte auch nicht, aber die rechte des Gegners ist schon geflohen. Puh. Ich glaube, das könnte was werden. Wir verfolgen mal weiter die Schlacht, bevor wir uns mit dem Buch beschäftigen. Geht nicht. Ich muss mir das angucken. Jeder weiß, dass ich Jahre um Jahre damit verbracht habe, die Arbeit an meinem Buch zu dirigieren, als mir heute endlich das Endprodukt präsentiert wurde. Ja, da hast du echt lange dran gearbeitet, muss ich sagen. Ich lächelte und konnte mein Gefühl von wohlverdientem Stolz nicht unterdrücken. Okay, wir haben ein Buch geschrieben über das Feudalsystem, Teil 3. Okay, und dadurch erhalten wir Prestige und eben ein neues Buch und das gucke ich mir direkt mal an. Ja, Bücher können wir, glaube ich, unendlich haben, ne? Ist, glaube ich, so. Also, von Qualität 3, das ist schon sehr, sehr gut. Risiko nationaler Revolte, minus 1%, Diplomatie, plus 2. Von den alten Römern inspiriert, vertieft sich Herzog Eskild in den philosophischen Aspekten der Gesellschaft und insbesondere seine eigene Rolle als moderner Mann und Herzog. Ja, ist aktiv, solange wir Feudalsystem haben. Das ist ja sehr in Ordnung. Okay, davon werden auch die Nachkommen noch sehr stark profitieren. Das ist sehr, sehr schön. So, also weiter hier zu dieser Schlacht. Okay, also das ist jetzt gut. Nachdem die Flanke gebrochen ist, ist der Sieg unser. Sehr eindeutig. Auch wenn es hier noch etwas länger dauert. Okay, Verluste waren auf der anderen Seite höher, deutlich höher. Das ist schön. Und nun heißt es, dass wir unsere Domänen hier zurückerobern. Und das sollte schnell gehen, weil hier noch keine Garnison aufgebaut wurde. Sehr schön. So, damit ist alles wieder in unserer Hand. Und wir sollten jetzt den Gegner verfolgen. 47% Kriegsstand haben wir durch diese Schlacht errungen, beziehungsweise die Tatsache, dass, ja genau, dass wir alle Titel selbst noch besitzen, dass er uns nichts okkupiert hat, gibt auch noch einen kleinen Bonus. So, sonst irgendwas relevant hier in unserer Nähe? Ich denke nicht. Es gab eine Erbschaft. So, warte mal, jetzt können wir ein bisschen schneller machen. Bahuslän, das ist aber, glaube ich, unkritisch. Volke will Sverre töten. Wer ist Sverre? Kurz mal angucken. Wird uns hier nicht angezeigt. Warum haben wir drei Bedrohungen? Borgward, was hat er denn für eine. Was hat er vor? Halt, hier haben wir die Fraktion. Ach, er ist dort mit eingestiegen. Was ist mit unserem Neffen denn los? Warum ist er so
schlecht auf uns zu sprechen. Titelforderer verlangt das Herzogtum Wiken. Ehrgeizig. Ja, okay. Das ist natürlich eine Sache. Wo befindet er sich jetzt genau? Natürlich hier in Hedmark. Da werden wir mal unseren Kanzler hinschicken. Vielleicht kriegt er da was hin. Gut. Wir könnten natürlich dem Ganzen auch zuvorkommen, indem wir ihn einkerkern lassen. Ja, ich denke, das wäre tatsächlich sogar auch eine Möglichkeit. Vielleicht sogar die bessere als diese diplomatische Lösung. Klar ist unser Verwandter, aber er wendet sich offen gegen uns. Das ist ja strukturell immer so ein bisschen problematisch, weil die Verwandten tendieren in CK2 aufgrund der Spielmechaniken immer dazu, dies zu tun. Wir haben gerade bloß hier einen anderen Krieg, deswegen mache ich das mal nicht. Ich warte nochmal. Ich glaube, das ist realistisch, dass man mit so einer Aktion abwartet, bis wieder Frieden herrscht im Land. Und Graf Borgward hat gleich von Suniva eine weitere Grafschaft geerbt, wenn ich das richtig sehe. Helgoland. Okay, jetzt wird es natürlich ein bisschen unangenehm, wenn der jetzt hier noch derartige Macht hier ansammelt. Wo fliehen die denn jetzt hin? Fliehen die den ganzen Weg nach Toulouse? Auf dem Landweg? Ne, jetzt kehren sie zurück. Beziehungsweise jetzt sind sie nicht mehr auf der Flucht. Mal schauen, wo sie... Ja, offenbar... Offenbar gehen sie irgendwo anders hin. Ah, ich will aber nicht mit meinen Truppen hier nach Aquitanien ziehen. Allerdings scheint hier sowieso schon der schwedische König gewesen zu sein. Hat sich aber jetzt wieder zurückgezogen. Zumindest sehe ich ihn hier unten nicht mehr, was schade ist. Ich würde mal sagen, wir bleiben mit unseren Mannen zu Hause. Wir haben immer noch einen Bonus. Bleiben wir mal hier in Akershus und schauen mal, ob er nochmal versucht zu landen. Und jetzt, wo der Feind vertrieben ist, wage ich das mal. 46% ist nicht... Ist nicht so viel, ehrlich gesagt. Das hat sich ja auch noch verschlechtert. Ja, wir können, glaube ich, den Marschall noch hinschicken, um das zu erhöhen. Versuchen wir es mal. Ach nee, weil er führt die Truppen an. Nee, dann machen wir das nicht. Das wäre zu viel jetzt. Kommt, dann machen wir das so. Wir werden ihn einkerkern und hoffen, dass es klappt. Okay, damit hat er tatsächlich eine Rebellion begonnen, die sich jetzt auf diese beiden Gebiete beschränkt. Aber da wir unsere Truppen ausgehoben haben, ist das für ihn eigentlich ein denkbar schlechter Moment, diese Revolte durchzuziehen. So, wo marschiert er hin? Nach Gudbrandsdalen. Versuchen wir ihm dort entgegenzukommen. Eine große Debatte wäre mal wieder möglich. Ja, machen wir nach dem Krieg. So, erstmal diese Armee schlagen. Da oben müsste auch noch eine kleine sein. Was passiert jetzt? Jetzt, da sie älter wird, kann ich sehen, dass Astrid, eine Hoffrau, von meiner Erfahrung profitieren kann. Dies wird mit harter Arbeit verbunden sein und nicht immer geschätzt werden. Doch es ist meine Chance, mich zum Wohle von Astrid aufzuopfern. Aufopfern werden wir uns hier sicher nicht. Nee. Astrid muss alleine lernen. Ich weiß nicht, mit der haben wir auch... Ich weiß gar nicht, was wir mit der zu tun haben. Nein. Soweit kommt es noch. So. Kämmerer Jedward hat einige interessante Ideen zur Verbesserung der Wirtschaft. Ja, ich denke auf jeden Fall, Bergenhus kann das gebrauchen, weil sie sind ja geplündert worden. Insofern... Oh, unsere Schwester Ingfried ist gestorben. Im Kerker von König Ludwig III. Von Frankreich? Wie bitte? Was hat die denn dort? Die ist in den Kerker gekommen? War kurzzeitig die schwedische Hauptstadt möglicherweise besetzt? Ach du Schreck. Oh mein Gott, unser armer Ingfried. Unser armer Halbschwester. Mhm, na gut. So, wir waren hier stehen geblieben. Das war natürlich ein Sieg. Und wir ziehen hier weiter und belagern Hedmark. Dort kommt noch eine Armee an.
Und wo die Armee aus Toulouse ist, wissen wir nicht. Vermutlich ziehen sie zurück in die Heimat. Es könnte ein langwieriger Krieg werden, wenn wir nicht nach Toulouse segeln wollen. So, die 329, die versuchen gleich abzuhauen, aber Klein Astrid scheint auf alles und jeden neidisch zu sein. Das ist uns jetzt mal egal. Klein Astrid spielt eigentlich keine Rolle hier in unserem Denken. So, und jetzt belagern wir. Oh, wir sind sogar hier so stark, dass wir, glaube ich, direkt stürmen können. Ja, machen wir das mal. Sehr gut. Hammerhus ist unser. Und da haben wir auch schon 100% erreicht. Aber, was können wir hier noch machen? Wartet. Ich habe Graf Onfroy von Wexien und Bürgermeister Thorsten einander vorgestellt. Ja gut, das hat nicht geklappt. Egal. Jetzt werden wir das hier beenden. Frieden anbieten, Forderung erzwingen. Er wird eingekerkert. Okay, hervorragend. Die Revolte ist zu Ende. Und dann sollten wir mal versuchen, da sitzt er jetzt, unser Neffe, ihm hier einen Titel zu entziehen. Hetmark. Die Vasallen werden keinen Einspruch erheben, klar. Jetzt haben wir natürlich einen mehr. Ich weiß gar nicht, kann man gleich beide entziehen oder geht das dann nicht? Nee, das können wir beides machen. Sehr gut. Damit hat er sein Recht verwirkt, hier irgendeine Grafschaft zu besitzen in unserem Reich. Wir haben natürlich jetzt zwei zu viel. Darum aber, liebe Leute, kümmern wir uns das nächste Mal. Die werden wir vergeben an loyale Untertanen. Also bis dahin macht's gut, euer Steinballen.